Namaste und Blessing. Namaste und Segen für dich. Namaste, willkommen zum Tag 8. Dies ist ein sehr kraftvolles Mantra, denn es ist das erste Mantra der Isha Upanishad. Die Worte sind Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. So maybe you notice that du merkst vielleicht, dass das Wort Purnam in diesem Mantra in vielen Formen immer wieder auftaucht. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Es bezeichnet das Absolute, die Vollkommenheit, es ist Perfektion, Realität, Ganzheit. Die Übersetzung dieses Mantras ist, das Absolute ist all dieses, das Absolute ist all jenes, aus dem Absoluten manifestiert sich das Absolute. Wird das Absolute dem Absoluten hinzugefügt oder ihm entnommen, verbleibt das Absolute. Was wir hieraus verstehen können, ist, dass wir Teil des Göttlichen sind. Und als Teil des Göttlichen sind wir nicht weniger als das Göttliche. Das Göttliche ist Ganzheit, es ist alles. Jeder von uns ist in sich selbst ein Mikrokosmos, vollständig und ganz und dennoch Teil der Ganzheit. Perfekt und göttlich. Wir kommen somit wieder zum grundlegenden Verständnis der Mantra-Anwendungen zurück. Alle Mantras führen uns auf ihre eigene Weise zu dem Verstehen, dass alles eins ist. And once we begin to get a glimpse of the oneness of all things, und sobald wir erst einmal einen Blick auf die Einheit aller Dinge erhaschen, beginnen wir zu verstehen, dass, wenn wir Teil des Ganzen sind, das Ganze ein Teil von uns sein muss. Gott ist Ganzheit. Dies bringt uns also zu dem Verständnis, dass in jedem Lebewesen die Erfahrung von Göttlichkeit vorhanden ist. Und es ist Göttlichkeit, oder eine andere Bezeichnung dafür ist natürlich innerer Frieden, die uns verstehen lässt, dass wir selbst eins mit dem Universum sind. Wir laden dich also herzlich ein, dem Chanten dieses Mantras zu lauschen. Du kannst dabei bequem mit geschlossenen Augen sitzen und jene uralten, kraftvollen, heiligen Klänge in dich aufnehmen, die diese tiefe Bedeutung haben. Bei diesem Musikausschnitt, den wir dir vorspielen, wirst du eine Stimme hören, die über die Upanishaden und dieses Mantra spricht. Dies ist die Stimme unseres Guruji Osho. Die Aufnahme wurde während eines Vortrags in der Buddha Hall in Pune gemacht, wo wir während vieler Jahre oft mit ihm gesessen haben. Lass uns entspannt und bequem in aufrechter Haltung ganz gegenwärtig sitzen. Genieße die Reise. Purnamevavashishyate.
Purnamada Purnamida Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Amadaya Purnameva Vashishyate. This is one of the most significant statements ever made anywhere on the earth at any time. It contains the whole secret of mystic approach towards life. This small sutra contains the essence of the Upanishadic vision. Neither before nor afterwards, the vision has been transcended. It still remains the Everest of human consciousness, and there seems to be no possibility to go beyond it. The Upanishadic vision is that the universe is a totality, indivisible. It is an organic whole. The parts are not separate. We are all existing in a togetherness. The trees, the mountains, the people, the birds, the stars, however far away they may appear, don't be deceived by the appearance.
they are all interlinked, all bridged. Even the smallest blade of grass is connected to the farthest star, and it is as significant as the greatest sun. Nothing is insignificant. Nothing is smaller than anything else. The part represents the whole. Just a reminder. Nur zur Erinnerung. To stay with our eyes closed and our bodies still. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen einen Moment unbeweglich sitzen. No movement. Keine Aktivität. No mind. Kein Verstand. Nothing is needed in this space. In diesem Raum benötigen wir nichts. Just the perfection of who we are, just the way we are. Einfach die Perfektion dessen, was wir sind, so wie wir sind. Let's take a deep breath. Lass uns tief in den Bauch einatmen. Let's open our eyes. Nun lass uns die Augen öffnen. Just look around the room. Schau dich einfach im Raum um, holding that space. Wobei du diesen Raum der Zentriertheit in dir beibehalten kannst. Der Welt begegnen kannst von diesem Raum aus, wo deine absolute Ganzheit im Inneren fühlbar ist. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und allen Segen. Namaste. Namaste.